Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Jade Empire begrüßen zu dürfen. Wir wollen jetzt gleich mal in den Hafen gehen und schauen, ob irgendwie was passiert. Da ist auf jeden Fall einer, mit dem wir reden können. Da ist ein Dockarbeiter. Lasst uns jetzt einfach mal mit den einen hier reden, mit Lishun. Willkommen, Fremde. Willkommen in unserer schönen Stadt Tiens Anleger. Ist heute nicht ein herrlicher Tag? Oh, ich weiß, viele Leute hier sind niedergeschlagen und blicken trostlos in die Zukunft. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, dass sie das alles zu ernst nehmen. So schlimm können die Dinge gar nicht sein, nicht wahr? Schließlich seid ihr hier. Wenn die Stadt dem Untergang geweiht wäre, würden dann noch Leute zu uns kommen? Ich glaube kaum. Ich glaube, das ist eher Zufall gewesen. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, eure Anwesenheit ist ein sicheres Zeichen dafür, dass es wieder bergauf geht. Bald werden all unsere Probleme gelöst sein. So wie ich es schon die ganze Zeit sage. Da könntest du recht haben. Da könntest du vielleicht recht haben. Aber, dass wir da sind, ist eher zufällig. Naja. Fragen wir erstmal, wer seid ihr denn? Die Leute nennen mich Lishun, den Redseligen. Allerdings weiß ich nicht warum. Eigentlich bin ich Korbflechter. Um genau zu sein, bin ich in aller Bescheidenheit der beste Korbflechter in Tiens Anleger. Da allerdings der Damm geöffnet wurde, können die Schiffe den Fluss nicht mehr befahren. Und so habe ich keine Materialien, aus denen ich Körbe flechten könnte. Und keine Kunden, die sie kaufen würden. Aber bereitet mir das Sorgen? Natürlich nicht. Meine Kinder sind klein und brauchen nur eine Mahlzeit am Tag. Und meine Frau könnte zur Not auch noch eine dritte Arbeit annehmen. Aber ich weiß, dass sich schon bald alles zum Guten wenden wird. Ach du Schande. Also, redselig ja und optimistisch, ja. Ich finde euren Optimismus ein wenig beunruhigend. Oh ja, der ist wirklich etwas beunruhigend. Da seid ihr nicht allein. Überall in der Stadt fragen mich die Leute, Lishun, warum seid ihr so glücklich? Seht ihr denn nicht, wie schlecht es um uns steht? Aber das ist eben alles Ansichtssache. Es wird wieder bergauf gehen, so wie immer. Es ist, wie mein Vater zu sagen pflegte. Je größer das Problem, desto großartiger die Lösung. Ich bin mir sicher, dass sich alles zum Guten wenden wird. Für manche vielleicht, für manche allerdings auch kommt wahrscheinlich jede Hilfe zu spät. Naja, also dein Optimismus in allen Ehren, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ich glaube, ihr verkennt den Ernst der Lage. Ich verkenne den Ernst der Lage? Lächerlich. Sicher, die Hälfte der Bewohner ist fortgezogen und die, die geblieben sind, haben die Hoffnung aufgegeben. Außerdem werden in der Stadt Nahrung und Silber knapp. Aber bedeutet das, dass ich den Ernst der Lage verkenne, nur weil ich optimistisch bin? Ganz sicher nicht. Immerhin ist in der Stadt noch kein Feuer ausgebrochen, oder? Seht ihr? Mir ist etwas Positives eingefallen. Einfach so, ohne lang nachzudenken. Ich gebe zu, einige Leute glauben, dass unser kaiserlicher Minister Xing nun nicht in der Lage ist, unsere Probleme zu lösen. Aber irgendwie wird sich schon noch alles zum Guten wenden. So wie immer. Minister Xing, ja. Mit dem müssen wir auch noch reden. Also, oh, puh, der ist echt optimistisch. Sicher, sicher. Ich bin für jedes Thema offen. Sich an einem so wundervollen Tag seine Zeit mit einem Gespräch zu vertreiben, ist einfach großartig. Erzählt mir mal von den Problemen, die die Stadt betrügen. Ich meine, wir wissen eigentlich schon, um was es da geht. Aber vielleicht gibt es ja doch noch die ein oder andere Hinweis. Oder vielleicht sogar noch eine Nebenquest. Schauen wir mal. Der große Damm wurde geöffnet, daher führt der Fluss kaum noch Wasser. Die Schiffe können ihn nicht mehr befahren und auch das Fischen ist unmöglich. Aber ich glaube, die Leute sehen das alles viel zu schwarz. Im Grunde plagen uns doch nur einige geringfügige Probleme, die aber sicherlich bald gelöst sein werden. Dennoch gibt es Leute, die tatsächlich glauben, unsere Stadt sei dem Untergang geweiht. Geringfügige Könnt ihr euch Probleme. Das vorstellen? Sie haben kein Vertrauen in den Kaiser und Minister Xing, den Verantwortlichen für Tiens Anleger. Aber ich bin mir sicher, dass der kluge Xing einen Plan hat, um uns alle zu retten. Ich glaube, ihr verkennt den Ernst der Lage hart mal schon. Wo finde ich Minister Xing? Ihr könnt ihn auf dem Dorfplatz finden, dem höchsten Punkt in Tiens Anleger. Folgt einfach irgendeiner Straße nach oben, bis es nicht mehr weitergeht. Ja, wissen wir schon. Minister Xing hat vielleicht nicht den besten Ruf, aber ich bin mir sicher, dass das alles nur auf Gerüchten fußt. Er ist bestimmt ein weiser und kluger Mann, der hoffnungsvoll in die Zukunft unserer Stadt schaut. Wenn ich mir das jetzt so anhöre... Da bin ich echt mal auf diesen Minister Xing gespannt, was uns da erwartet. Sicher, sicher. Ich bin für jedes Thema offen. Sich an einem so wundervollen Tag... Ja, kennen wir schon. Ich hätte ein paar Fragen über die Stadt selbst.
Über Tiens Anleger spreche ich immer gern. Wir haben hier zwar einige kleinere Probleme, aber ich bin mir sicher, dass Xing, unser kaiserlicher Minister, einen Weg finden wird, sie zu lösen. Klar doch. Wo kann ich Waren kaufen und verkaufen? Die meisten Händler, so wie unseren großartigen Minister Xing, findet ihr auf dem Dorfplatz, dem höchsten Punkt im Ort. Folgt einfach irgendeiner Straße nach oben, dann könnt ihr den Platz nicht verfehlen. Ja gut, okay. Allerdings haben die Händler nicht viel anzubieten, seit der Damm geöffnet wurde. Aber von dem Platz aus habt ihr immerhin einen wunderbaren Ausblick über die ganze Stadt. Immerhin etwas. Woher hat Jens Anleger seinen Namen? Haben wir auch schon gehört, aber vielleicht hast du ja noch was Neues. Eine wunderbare Frage, die ich euch nur zu gerne beantworte. Der Name geht zurück auf den ersten Kaiser des Reiches, Tien, den Scharfsinnigen. Hört sich interessant an, fahrt fort. Bevor er Kaiser wurde und es ein Reich gab, war Tien, der Scharfsinnige, ein junger Mann, der gerne auf Wanderschaft ging. Eines Tages machte er Rast, erschöpft von seiner beschwerlichen Reise. Er legte sich im kühlen Schatten eines Baumes nieder. Und dort hatte er einen wunderbaren Traum von einem großen Reich. Aufgrund dieses Traumes erschuf er dann das Jadereich. Zu Ehren seines Traums kehrte er an den Ort zurück, an dem er sich ausgeruht hatte, und ließ dort einen Sommerpalast erbauen. Und mit der Zeit entstand eine Stadt, diese Stadt, um den Palast herum. In der Nähe ist ein Palast? Wollte ich gerade sagen, ich sehe hier aber keinen Palast. Nun, das alles geschah vor langer Zeit. Über die Jahrhunderte verfiel der Palast. Aber es gibt keinen Zweifel. Tiens Anleger ist der Ort, an dem der Kaiser seinen Traum hatte. Der Palast beweist das. Der Palast beweist es, aber es gibt keinen Palast. Ja. Ja, aber es gab einmal einen, vor vielen Jahrhunderten. Er mag inzwischen spurlos verschwunden sein, aber allein das Wissen, dass er einst hier stand, ist Beweis genug für mich. Ja, okay. Andere Dörfer behaupten zwar, dass der Kaiser seinen Traum hatte, während er sich auf ihrem Land befand, aber ich kenne die Wahrheit. Tiens Anleger, meine Heimat, ist der Geburtsort des Reiches. Ja. Ja. Leb wohl. Genießt euren Aufenthalt in Tiens Anleger, denn hier sind die Dinge niemals so schlecht, wie sie vielleicht erscheinen mögen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sein Optimismus... Ich habe nichts gegen Optimismus. Ich finde Optimismus gut. Aber ich glaube, seiner ist tatsächlich ein bisschen schon krankhaft. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir diesen Palast finden werden. Also, mit euch können wir nicht sprechen. Da haben wir noch Jumin. Und da geht es noch irgendwo nach weiter hinten. Okay. Und da ist nichts mehr. Alles klar. Dann können wir mal mit Jumin reden. Speichern wir nochmal und dann reden wir mit Jumin. Willkommen in Jumins Tischlerei. Leider kann ich euch kein fertiges Stück anbieten. Ich habe nicht viel am Lager zurzeit. Wer seid ihr? Lasst mich raten, Jumin. Ich bin Jumin, der Tischler. Ich bin nichts Besonderes. Nur ein einfacher Händler, der feine Holzgegenstände feilbietet. Ein Händler, der vielleicht bald aufgeben muss, wie ich befürchte. Ja, keine Waren. Ein paar Kunden schulden mir noch Geld, aber es sind harte Zeiten jetzt, wo der Damm offen ist. Ich kann nicht erwarten, dass sie mich bezahlen, wenn sie nicht einmal ihre Familien ernähren können. Kann ich verstehen. Und wenn sie mich nicht bezahlen, kann ich kein Holz mehr einkaufen. Die Lage ist nicht einfach, aber ich versuche, das Beste draus zu machen. Eure Kundschaft nutzt euch schamlos aus? Eigentlich nicht, die haben ja kein Geld. Sollen wir das probieren? Ich könnte euch etwas Silber leihen, damit ihr wieder auf die Beine kommt. Ein großzügiges Angebot, doch ich muss es ablehnen. Die Aussichten für meinen Laden sind nicht gut zurzeit. Ich kann nicht zulassen, dass ihr das Geld am Ende nicht zurückbekommt. Nein, das wird sich wohl von selbst regeln müssen. Aller Wetter. Das ist, das ist ehrenvoll. Das kann man nicht anders sagen. Das ist ziemlich ehrenvoll. Jeder andere hätte das Geld genommen, egal ob es was gebracht hätte oder nicht. Vielleicht könnte ich euch beim Eintreiben eurer Schulden helfen. Nein, nein, das wird nicht nötig sein. Ich will meinen Kunden keinen Ärger machen. Ich bin sicher, sie werden irgendwann bezahlen. Zumindest hoffe ich das. Ja, na gut, ich habe genug gehört, was eure Geschäfte angeht. Das erste will ich dann nicht nehmen, weil das passt doch nicht. Wir wissen ja, dass sie kein Geld haben, selber kein Geld haben. Recht habt ihr. Ist ohnehin ein leidiges Thema. Es geht auch eigentlich nur darum, dass ich jemanden bräuchte, der mir hier ein bisschen zur Hand geht.
Möchte euch ein paar Fragen stellen? Nein, nein, ich bin ein Niemand. Was könnte ich euch schon sagen? Mit dem Minister Xing solltet ihr reden. Er hat viel mehr zu erzählen als ein einfacher Händler, der obendrein bald keiner mehr sein wird. Ihr müsst euren Laden schließen? Ein paar Kunden schulden mir noch Geld. Ja, das sind es, ja. Und wenn sie mich... Ja, dann geh mal. Schade, dass wir dir nicht helfen können. Der ist sehr, sehr sympathisch, finde ich. So. Oh, wir können hier übers Wasser laufen. Okay. Mal hier hinten was. Ja, ein Fass. Mit einem fehlerhaften Münz. Juwel, sehr schön. Ne, da geht es jetzt auf jeden Fall nicht weiter. Da sieht man mal, wie hoch das Wasser eigentlich gewesen ist. Wenn er die ganzen Häuser auf diesen Stelzen anschaut. Ja, sonst gibt es hier anscheinend nichts. Mit der Ziege können wir auch nichts machen, ne. Nicht wie in Baphomets Fluch, wo die Ziege wichtig ist, mit der wir reden können oder so. Naja, gut. Dann reden wir mal mit dem Dockarbeiter, der hier noch rumsteht. Ah, halt mal, Moment, bevor wir das machen. Nach da hinten können wir doch auch noch reingehen. Ich glaube immer noch an den Kaiser. Wird sich schon um uns kümmern. Ja, okay. Alles klar. Dann reden wir jetzt mit dem Dockarbeiter. Eine Gilde sollten wir gründen. Hat doch schon fast jeder eine, warum nicht wir? Okay, und da hinten ist da noch jemand Wichtiges? Als Fischer hat man's nicht leicht. Lasst euch ja nichts anderes weismachen. Ja, okay. Alles klar. Dann war auch das hier fertig. Und mit euch, mit der kann man nicht reden, alles klar. Mit ihr, Junge? Nö. So, jetzt könnten wir hier... Ja, da ist nichts. Dann machen wir das so, wie ich gesagt habe. Wir schauen uns noch an. Oder wir decken jetzt quasi noch diesen Weg hier nach oben auf. Bäuerin? Das Leben in Tiens Anleger war schon immer hart. Ja, und da waren wir ja schon. Okay. Alles klar. Was sagt unsere Karte? Da haben wir alte Meister. Wir sind erst hier. Da ist der Handelsplatz, wo wir Minister Sheng finden, Kaufmann Zhuang. Oder wir gehen jetzt hier unten lang. Aber ich würde sagen, wenn wir schon da sind, dann gehen wir jetzt zum Handelsplatz und ja, da müssen wir ja sowieso hin. Passt doch. Unten gehen wir dann später hin. Wenn Kapitän Ing das Schiff nicht bald hier rausbringt, gibt es eine Meuterei. Und zwar eine richtig blutige. Wie soll er das Schiff rausbringen? Straßenjunge? Hast du ein Schwert? Darf ich mal deine Muskeln anfassen? Was hast du zum Frühstück gehabt? Okay. Das ist schlimm. Oh, das ist schlimm. Der Fluss ausgetrocknet, überall Piraten. Das ist schlimmer als die große Dürre. Ach, euch irgendwie setzt reden? Euer nee. Tagwerk fort, Mädchen. Wir vertreiben uns nur die Zeit. Das ist nochmal nur ein Seemann, Bäuerin, Bauer. Alter Weih. Wurdest du nicht sogar... Hoppla. Markiert auf der Karte? Ah ne, das war Kaufmann Schwenk, den ich meinte. Okay, dann reden wir mal mit dir hier. Wie? Was wollt ihr von mir? Ja, mit dir reden. Wer seid ihr? Mein Name ist Wei. Manche nennen mich auch den alten Wei, aber nur, weil sie den alten Shan nicht kennen. Denn wenn ich alt bin, dann ist er schon fast tot. Er ist mindestens eine Woche älter als ich. Okay. Im Vergleich zu den meisten anderen Leuten in Tiens Anleger sind wir natürlich beide schon recht alt. Die meisten hier erinnern sich ja nicht einmal daran, wie es vor der großen Flut war. Also eine Woche später und dann bist du auch schon halb tot.
Erzähl mir von der Flut. Vor 18 Jahren war Kaiser Sun jung und noch ganz berauscht davon, dass er die Dürre beendet hatte. Er ließ überall im Reich Bauten errichten, unter anderem den großen Damm am Fluss. Die Arbeiter kamen und begannen, den Damm in der Nähe unserer Stadt zu erbauen. Wir waren keine Ingenieure und wussten nicht, was uns erwarten würde. Einige glaubten, dass unsere Stadt durch den Damm überflutet werden würde. Die meisten von uns aber waren unbesorgt, denn schließlich hätte uns der Kaiser sicher gewarnt, wenn für uns Gefahr bestanden hätte. Eines Tages wurde dann der große Damm fertiggestellt und er wurde geschlossen. Und was ist dann passiert? Die Stadt wurde überflutet. Wir nahmen mit, was wir konnten und flüchteten. Mütter liefen umher und riefen nach ihren Kindern, die zum Spielen in die Felder gegangen waren. Kinder schrien nach ihren Hunden. Einige Leute kletterten auf die Dächer ihrer Häuser und weigerten sich, die Stadt zu verlassen. Wir, die Überlebenden, marschierten flussaufwärts. Einige brachen vor Erschöpfung zusammen, aber das Wasser stieg unerbittlich weiter an. Puh, das hört sich übel an. Ich trug einen Jungen und ein Mädchen auf meinen Armen. Ich sah, wie ein anderer Junge fiel, aber ich konnte ihn nicht auch noch tragen. Schließlich brach auch ich zusammen. Als ich aufwachte, sah ich, dass das Wasser aufgehört hatte zu steigen. Ja, fahr mal fort. Das hört sich echt nach einer üblen, üblen Geschichte an, vor allem, weil ihr ja noch nicht mal gewarnt worden seid. Durch den großen Damm war ein riesiger See entstanden, an dessen Ufer wir unsere neue Stadt errichteten. Die Ruinen unserer alten Stadt waren vollständig vom See überflutet worden. Das Leben ging weiter, aber wir bekamen nie eine Nachricht aus der Kaiserstadt. Keine Warnung, keine Erklärung. Hatten wir den Kaiser verärgert? Oder nahm er gar keine Notiz von uns? Ich werde es vermutlich nie erfahren. Wahrscheinlich eher das Letztere. Die Arbeiter, die den großen Damm überwachten, kamen ab und zu in die Stadt. Aber sie wussten auch nicht mehr als wir. Diese Frage werde ich wohl mit in mein Grab nehmen müssen. Niemand hier will mit mir über die Ruinen sprechen. Die Leute begannen ein neues Leben hier. Doch Schmerz und Trauer waren ihre ständigen Begleiter. Ja, es ist klar. Gespräche verloren sich im Nichts. Nachts hörte man das Weinen der Frauen und auch das vieler Männer. Irgendwann hörten die Leute auf, über die Vergangenheit zu sprechen. Dann weigerten sie sich, darüber zu reden. Und nun tun sie so, als wäre all das nie geschehen. Quasi eine Verdrängung. Ich habe die Ruinen auf meinem Weg in die Stadt gesehen. Sie liegen nicht unter Wasser. Die Ingenieure und Soldaten des Kaisers haben den Damm vor einigen Monaten verlassen. Sie verschwanden einfach mitten in der Nacht. Kurz darauf öffnete sich der große Damm von allein. Und jetzt habt ihr wieder Probleme. Es war niemand mehr da und so floss das Wasser ab. Und die Ruinen kamen zum Vorschein. Sie lagen 18 Jahre unter Wasser und nun sind sie wieder da. Ich weiß nicht, wer den großen Damm geöffnet hat. Einige meinen, es sei das Werk von Geistern. Sie sagen, dass all jene, die in der Stadt umkamen, nicht in Vergessenheit geraten wollen. Nee, das wissen wir schon, wer den Damm geöffnet hat. Warum hat niemand versucht, den Damm zu schließen? Wir wissen leider nicht, wie das geht. Wir sind einfache Leute. Der große Damm übersteigt unseren Horizont. Das heißt, dass er mit Hilfe von Magie erbaut wurde. Habt ihr nie versucht, euch für die Zerstörung eurer Stadt zu rächen? Nee, das nehmen wir nicht. Vor allem, es bringt auch nichts. Es sind Bauern, die dann gegen die Kaiserstadt hätten marschieren müssen. Danke, dass ihr mir diese Geschichte erzählt habt. Danke, dass ihr mir zugehört habt, Mädchen. Nicht viele nehmen sich heute noch die Zeit dazu. Wir schon. Okay, alles klar.
stinkt denn da so? Ach so, das bin ja ich. Okay. Was ist das hier? Das sieht irgendwie aus, als ob er unsicher wäre. Schön! Wo afawir sind urk von ihr uk? Uxier sa fiet kup wo sarkir. Halt, Dieb, gib mir sofort mein Schwert zurück. Sorry, ich war irgendwie gerade geistig abgewesen. Gib das Schwert zurück, Bursche. Sicher gab es nie einen unglücklicheren Minister als Minister Shing, der solche Frechheit erdulden muss. Lass mich raten, das ist Minister Shing. Ist das alles? Er lässt den Dieb einfach so gehen? Und der arme Minister Shing muss sich die Beleidigungen von Händlern anhören, die nichts von Justiz verstehen. Wo sollte ich den Burschen denn hinsperren? Mein Gefängnis ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Zusammen mit meinem Büro, wenn ich das hinzufügen darf. Ich habe keinen Ort, wo ich Diebe einsperren könnte. Und jetzt hört auf, Höherstehende in Frage zu stellen. Oh je. Und mit dem müssen wir dann noch reden. Okay, der ist auf jeden Fall da hinten, da steht er. Alles klar. Und das, wo wir gerade eben gewesen sind, scheint dieser Händler zu sein, der auch so eine gelbe Fahne hat. Ich denke mal, mit dem reden wir als nächstes. Ah ne, das ist Kaufmann Shui. Und das ist Kaufmann Chiyung. Okay, wir haben zwei Kaufmänner hier. Einer ist markiert, da gibt es anscheinend noch eine Quest. Und mit dem können wir einfach nur reden. Ich würde sagen, das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Und dann können wir auch mal mit Minister Sheng reden. Bin gespannt, was der uns so alles sagt. Und ob er uns den Schlüssel für die Ruinen einfach so gibt. Ich bin gespannt. Bis dahin, macht's gut und tschüss.